Dieses Mal geht es um diese Pflanze, heißt Hoya carnosa. Es ist die große Wachsblume. Diese Pflanze besitzt eben diese fleischigen, sukkulenten Blätter und ist eigentlich eine rankende Pflanze. Hier sieht man eine Ranke, die sich jetzt schon langsam bildet. Der Austrieb ist immer so ein bisschen rötlich. Das Besondere bei der Hoya carnosa, bei der großen Wachsblume ist, dass eben diese Blätter so auch gesprenkelt werden können oder gesprenkelt sein können. Das ist einfach ganz natürlich bei der großen Wachsblume. Die große Wachsblume besticht durch einen schönen Blattglanz, einen dichten Laub und eben auch einer ganz guten Wüchsigkeit. Sie wächst ganz gut, kann man eigentlich ziemlich gut vermehren, aber dazu dann später. Come with me if you want to live. Ja, man sieht's, ich bin nicht zu Hause, ich bin unterwegs. Es kann sein, ja, ich weiß nicht, ob dieses Video tatsächlich hochgeladen wird, als HD-Video. Ja, das ist halt nicht so einfach, wenn der Breitbandausbau nicht überall vonstatten gefunden hat. Das ist echt so, zum Kotzen hier ist das Internet zu lahm. Ja, schauen wir mal, ob es hochgeladen wird. Oder erst am Montag oder Mitte der Woche oder... I don't know. Hallo Gartenmann-Freunde, heute reden wir ja über die Hoya carnosa, die große Wachsblume. Das ist eine sukkulente Zimmerpflanze, sukkulente Kletterpflanze und hat diese typischen fleischigen Blätter, mag aber keinen vollsonnigen Standort. Nicht so wie diese ganzen anderen sukkulenten Pflanzen, die sie heiß, trocken und vor allem sonnig haben möchten, mag sie es eher nicht so sonnig. Leidet dann an Sonnenbrand, wenn sie dann pralle, vor allem Mittagssonne abbekommt. Ich stelle euch das ganze Pflanzprofil nach dem Intro vor in 3, 2, 3, 2, Intro. Die große Wachsblume besticht durch wirklich eine schöne Blüte in Scheindolden und die dann vor allem abends sehr schön duften. Mein Vater sagt immer, er bekommt von diesem Duft Kopfschmerzen, aber ja, manche vertragen das halt nicht so gut, diesen Duft, aber er ist wirklich schön süßlich und sehr angenehm. Die Blüte tritt vor allem im Sommer auf. Von Mai bis September kann die große Wachsblume blühen. Kommen wir zum Standort. Ich habe schon gesagt, diese Pflanze ist eben eine sukkulente Pflanze, die keinen vollsonnigen Standort haben möchte. Die Pflanze kommt ursprünglich aus klimatischen Gebieten, die schon gemäßigt sind. Heißt, die Pflanze kommt aus einem sehr weiten Landstrich. Das erstreckt sich von China bis Australien und ist deswegen auch ein bisschen, ja, nicht so spezifisch vom Standort. Hat also eine breite Standortamplitude, kann sehr viele Standorte vertragen. Die große Wachsblume möchte einen sehr hellen Standort mit sehr viel Licht. Zum Beispiel an einem Fenster. Da ist es nicht wirklich entscheidend, ob es jetzt ein Nordseitenfenster ist, wie bei mir jetzt hier gerade, oder ein Ostseitenfenster oder ein Westseitenfenster. Es darf auf jeden Fall nicht sonnig sein und es darf auch nicht übermäßig heiß sein. Denn die gewöhnliche Zimmertemperatur von 18 bis 23 Grad im Sommer, beziehungsweise dann 5 Grad kühler im Winter, sind optimal für diese Zimmerpflanze. Dann habe ich ja auch gesagt, es ist eine sukkulente Pflanze. Sie braucht also nicht zu viel Wasser. Sie sollte also mäßig gegossen werden. Wobei sie auch mal ein bisschen trockener gehalten werden kann. Vor allem dann im Winter, wo es halt nicht so viel verdunsten kann, soll sie trockener gehalten werden. Was sie aber nicht mag, ist Staunässe. Da reagiert sie dann auch relativ empfindlich drauf. Wow. Die Düngung ist auch recht simpel. Man düngt einfach während der Wachstumsperiode alle 2 Wochen mit einem Blumendünger. Die Vermehrung ist auch recht einfach. Man schneidet einfach diese Stecklinge ab, diese Lianen, diese Ranken und lässt sie dann in einem Wasserglas bewurzeln. Funktioniert super. Ja, das haben schon so viele Leute von dieser Pflanze auch Ableger bekommen, beziehungsweise diese Pflanze ist selber ein Ableger, ungefähr 7-8 Jahre alt und produziert eigentlich im Sommer hin Stecklinge noch und nöcher und die kann man dann einfach an die Verwandten, an die Bekannten, an die Nachbarn alle verschenken. Ist ja wirklich auch eine super schöne Zimmerpflanze. Ansonsten ist die große Wachsblume relativ pflegeleicht. Nur bei den absolut größten Kulturfehlern kommen mal Schädlinge vor. Das sind vor allem dann Wollläuse oder Schildläuse, die man dann aber leicht bekämpfen kann, indem man die Kultur anpasst, beziehungsweise auch dann
ja, abwischt und die absammelt. Zum Beispiel jetzt ohne Spritzen. Spritzen ist nicht so gut. Kakteenhage ist wohl die berühmteste und bedeutendste Kakteengärtnerei Deutschlands und hat auch so ein kleines Hoya-Sortiment, falls sich jemand jetzt wirklich für die Hoya interessiert und sagt, ich brauche die Hoya. Da packe ich eben den Link zu diesem Online-Shop in die Videobeschreibung. Ja, die große Wachsblume, eine Zimmerpflanze, die sich super gut vermehren lässt, pflegeleicht ist und auch wirklich überall eigentlich stehen kann, solange es kein Südseitenfenster ist, versteht sich, pralle Sonne und so, Sonnenbrand und so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr hinter mir auf den Fernseher klickt, könnt ihr abonnieren. Ansonsten schaut ihr euch eines der letzten beiden Videos an. Hier zum Beispiel das Video über die Becherprimel. Auch sehr empfehlenswert. Auch das letzte Video zu Lebensweisheiten. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche und tschaußen!